bin aus voller Überzeugung Natura 2000 Botschafterin, weil ich glaube, es ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer heutigen Zeit, Lebensräume auf der ganzen Welt und damit unsere so stark bedrohte biologische Vielfalt zu erhalten. Eine intakte Natur und funktionierende Ökosysteme sind nämlich unsere absolute Lebensgrundlage und überlebensnotwendig. Außerdem, was ist das Leben schon ohne die Schönheit der Natur? Deswegen ist es auch extrem wichtig, Kinder ganz früh in die Natur zu führen und ihnen verschiedene Lebensräume zu erklären und zu zeigen. Und daher haben wir mit Natura 2000 ein Sound-Artwork gestartet, bei dem Schulen und Kinder in die Natur gehen und Aufnahmen machen von den Geräuschen in der Natur und wirklich einmal nicht nur mit ihren Augen die umgebende Natur erleben, sondern wirklich mit den Ohren. Und das ist ein ganz spannendes, neues Erlebnis, weil man eben viel mehr über die Natur erfahren kann, als nur mit den Augen. Mit den Augen sieht man gar nicht alles, aber es gibt so viele Vögel, die man hören kann und man hört die Vielfalt. Leise.
Das LIFE-Projekt arbeitet auch zusammen mit Dawn Corals, dem neuen Citizen Science-Projekt von Biotopia. Hier geht es nämlich auch darum, mit den Ohren die Natur zu erleben und das Morgenkonzert der Vögel ganz in der Früh mit dem Handy aufzuzeichnen. Da können auch Schüler und Schülerinnen mitmachen, ganz wichtige Daten für die Biodiversitätsforschung zu sammeln und gleichzeitig eben über die Artenvielfalt in ihrer Umgebung zu lernen. Macht mit!